Die Täter kommen mitten in der Nacht. Mit einer Erntemaschine fahren sie zu einem der besten Weinberge der Region, dem Deidesheimer Herrgottsacker. Der Dieb hat es auf hochwertige Spätburgundertrauben abgesehen. In kurzer Zeit pflückt er den ganzen Weinberg kahl. Das Opfer ist Stefan Attmann, Geschäftsführer des Weinguts von Winning. Er bemerkt den Diebstahl seiner Edeltrauben erst ein paar Tage später. Wir kennzeichnen unsere Weinberge in unseren Endpfählen, den sogenannten Stickeln, klar zu sehen, der Pinot Noir. Die äußere Zeile da stehen lassen. Hier ist er rechts reingebogen mit der Erntemaschine. Hat sie noch nicht eingeschaltet. Die äußeren Stöcke haben die Trauben noch getragen, dass man es nicht gleich erkennt. Hier hat er die Maschine eingeschaltet. Ab durch die Mitte, alles mitgenommen. Dabei gehen die Täter sehr rustikal vor. Mit einem 8 Tonnen schweren Vollernter schütteln sie die Trauben von den Reben. Eigentlich wird das per Hand erledigt. Ihre Beute? 2000 Kilo beste Trauben. Der Schaden? Angeblich 100.000 Euro. Er hat uns den Rolls-Royce unter unseren Rotweinen geklaut. Unser Pinot Noir Römisch 1 ist ein sehr, sehr wertvoller Wein. Der hat international schon große Anerkennung gefunden. Bei einem Weinjournalist Robert Parker die höchste Wertung für den Jahrgang 2008. Der Wein ist begehrt, der Wein ist reserviert. Der Wein hat echte Fans. Und jetzt ist er weg. Rund 40 Vollernter gibt es in der Region. Zu Erntezeiten sind sie fast rund um die Uhr im Einsatz. Selbst der Lärm der Dieselmaschine mitten in der Nacht ist offenbar niemandem aufgefallen. In der Weinlese haben sich die Leute alle an die Geräusche und an die Maschinen gewöhnt. Das fällt also gar nicht auf, wenn da jetzt einer in den Weinberg reinfährt. Das ist ganz normaler Alltag. Deswegen kann man auch gar nicht sagen, oh, da muss man Acht geben, da hat hier nichts zu suchen oder so. Und die Anlieger oder die Spaziergänger, wo da sind, die wissen eigentlich auch gar nicht, wem dieser Weinberg gehört. Also von daher ist es fast nicht festzustellen. Die Diebe müssen aus der Winzerszene kommen. Doch noch gibt es keine heiße Spur. Dafür aber jede Menge Spekulationen. Motiv könnte sein, das Weingut zu schädigen. Motiv könnte sein, seine eigene Menge zu vermehren. Motiv könnte sein, einfach zu stehlen, um es zu vermarkten. Was glauben Sie? Ich weiß es nicht. Ich muss in alle Richtungen ermitteln, weil alle möglichen Motive für mich Grundlage sind, zu schauen, wo könnte der Täter sein. Fest steht, die Weinbranche hatte ein schwieriges Jahr. Im Mai gab es schwere Frostschäden. Auch die Weinbauern der Winzergenossenschaft sind ratlos. Die Täter? Einheimische? Neider? Nachfrage. Wer macht denn sowas? Ja, wer das macht, das ist jetzt ganz schwierig zu sagen. Es sind ja unwahrscheinlich im Frühjahr bei uns viel Weinberg verfroren. Und dann kann es ja damit zusammenhängen, dass der von dieser Rebsorte ja auch viel verfroren gehabt hat und braucht hier nachts Kohlschnee. Ich kann mir da wirklich keinen Reim draus machen. Ich fand es entsetzlich, sowas. Eine ganze Ernte, einen ganzen großen Weinberg abzuernten. Das war, glaube ich, ein Spätburgunder, der halt eben auch viel Geld bringt. Ne? Der hat sich genau ausgekannt und hat dann natürlich auch die hohe Qualität geerntet. Ne? Unabhängig davon, von wem es war. Das Weingut von Winning gilt unter Kennern als Edeladresse der Region. Ein Werbeunternehmer hatte in den letzten Jahren mehrere Millionen in die Sanierung gesteckt. Die Vermarktung als modernes Gut mit Spitzenweinen funktioniert bestens. Selbst Bundespräsident Wulff kam im Frühjahr auf ein Glas Riesling vorbei. Das ist bei von Winning etwas teurer als bei der Konkurrenz. Dafür setzt man bedingungslos auf Qualität. Sogar bei den Weinfässern. Hier in diesem Keller lagern wirklich unsere wertvollsten weißen Rotweine. Und die lagern nicht in irgendwelchen Tanks oder in irgendwelchen Fässern. Das sind die King Kongs ihrer Szene. Das ist Dummy. So ein 500-Liter-Fass müssen Sie mit 1.000 bis 1.800 Euro netto plus Transport rechnen. Also plus Mehrwertsteuer plus Transport. Das ist viel, viel Geld, aber es lohnt sich. Von Winning erhielt in den letzten Jahren vielfache Auszeichnungen. Der renommierte Weinkritiker Rudolf Knoll kennt die Branche seit Jahrzehnten. Er sieht in dem Aufstieg des Gutes den Grund für den Traubenklau. Es war in erster Linie nicht darum, Schaden anzurichten oder Wein selbst zu produzieren, sondern das Hauptmotiv ist aus meiner Einschätzung her der Neid, der in der Weinbranche auch durchaus vorhanden ist, obwohl sich viele Winzer ja untereinander wie Blutsbrüder verhalten und auch gute Freunde sind und auch Erfahrungsaustausch betreiben. Aber es gibt in so einer Branche natürlich immer irgendwelche Quertreiber und Neider
Und ein solcher wird hier dieses Unheil angerichtet haben. Da ein Vollernter nur 25 km/h fährt, beschränken sich polizeiliche Ermittlungen auf die nähere Umgebung. Franz Arnold vom Weingut Kimmich hat die einzige Maschine im ganzen Ort. Sie ist bereits in seiner Garage eingemottet. Der Mann hat aber ein wasserdichtes Alibi. Was haben Sie denn zur Tatzeit gemacht? Zur Tatzeit habe ich geschlafen. Ich denke mal, wenn das nachts um 3 war oder um 4, ich weiß es nicht. Ich bin zwar früh auf, ich fange morgens so um 6 Uhr an, aber vor 6 eher nicht. Doch der bodenständige Winzer kann sich einen Seitenhieb auf die Konkurrenz nicht verkneifen. Es wird ihm ein bisschen zu viel über die Sache geredet. Eigentlich ist jeder Winzer erstmal geschockt, wenn die Trauben fehlen. Aber dies hat das Weingut von Winning und auch diese Werbefirma, die hinten dran steht, gut genutzt, muss ich sagen. Sie haben diesen Diebstahl als Werbung weltweit genutzt und sind dadurch in aller Munde. Die Täter könnten sich jetzt nur noch selbst überführen. Dann, wenn sie bald einen Spitzenwein herausbringen. In vino veritas. Im Wein liegt die Wahrheit.